Herzlich willkommen zu der Tag hier auf Ländle TV. Ich begrüße Sie hier in unserem Studio in Götze. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gestern Abend, da war die Rheinhalle ganz im Derby-Fieber. Der ERC Lustenau hat dort den EC Bregenzer Wald empfangen. Und dieses Derby, das hat nicht nur auf dem Eis geknistert, sondern auch auf den Tribünen. Wir haben Ihnen die Highlights zusammengestellt. Heimspiel für den ERC, kurze Anreise für den EC Bregenzer Wald. Das Ländl-Derby stieg am Donnerstagabend in der Rheinhalle in Lustenau. Die Lustenauer in Grün von Beginn an druckvoll, gleich mit der ersten Chance des Spiels, die fliegt aber knapp vorbei. Doch auch die Gäste in Weiß können anfangs gut mithalten, können die Chancen jedoch nicht nutzen. Wir sind in Minute 5, Dahlwies gewinnt das Bulli und das ist extrem wichtig, denn nach wenigen Stationen ist es ERC-Kapitän Wilfan, der goldrichtig steht, das 1:0 für die Lustenauer Eisbären. Doch die Wälder spielen weiter gut mit, erarbeiten sich auch Chancen, doch Hanses im ERC-Tor ist heute einfach nicht zu überwinden. Doch auch auf der Gegenseite ist oft beim Schlussmann Endstation, wie in dieser Szene. Es entwickelt sich ein flottes Spiel, Chancen auf beiden Seiten und etwas Feuer auf dem Eis. Nach diesem Check von Dominik Haberl geht's für den EHC-Mann erst einmal auf die Strafbank. Und weiter entwickelt sich ein chancenreiches Spiel mit viel Tempo, guten Aktionen auf beiden Seiten. Es hätte auch einen anderen Spielstand geben können nach dem ersten Drittel. Rein in den nächsten Spielabschnitt. Der ERC druckvoll hat etwas Glück, dass der Puck hier von einem Wälder abspringt und Lukas Habel mit dem ersehnten 2:0 aus Sicht der Lustenau. Fünf Minuten später auf der Außenbahn Check gegen Puschnik. Doch der steht wieder auf und spielt weiter, erobert sich den Puck zurück und sieht Patrick Ratz, der geht aufs Tor und macht auch das Tor. 3:0 heißt es ab sofort auf der Anzeigetafel. Der EHC spielt jetzt überlegen, kontert die Wälder aus und Giftopoulos mit dem 4:0. Die Entscheidung in der Rheinhalle, sie ist gefallen. Und mit dem 5:0 besiegelt Chris Dahlwies dann auch den Endstand. Der EHC heute einfach zu abgeklärt in eigener Halle. Doch dann wird es nochmal emotional auf dem Eis. Connelly und Metzler bekommen sich nach dem Check des Wälders in die Haare, die Situation nur mit ganz viel Diplomatie zu lösen. Ändert aber nichts am Heimsieg des EHC Lustenau im Derby. 5:0 heißt es am Ende. Da kann man als Kapitän schon zufrieden sein. Oder Max Wülfer? Wohl, wir können sehr zufrieden sein. Ich denke, wir haben über das ganze Spiel gesehen, oder fast das ganze Spiel, waren wir eigentlich sehr solide. Haben so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben und dann am Schluss verdient mit 5:0 gewonnen. Von Beginn an war der EHC Lustenau die tonangebende Mannschaft. Es bedurfte aber einem Powerplay, die Geheimwaffe des EHC Lustenau in dieser Saison. Da hat es ja zweimal heute wieder gecheppert, zwei Tore im Powerplay. Da ist eine Wahnsinnsstatistik, hat da der EHC. Ja, zum Glück. Letzten Jahre war es nicht immer so. Und wir sind froh, dass es funktioniert heuer. Und ich denke, ja, die Special Teams sind extrem wichtig. Also man gewinnt einige Spiele bzw. verliert da, wenn man keine guten Special Teams haben. Ja, und gemeinsam mit Ihnen werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Meldungen des Tages. Ab Montag tritt ein Lockdown für Ungeimpfte in Salzburg und Oberösterreich in Kraft. Darüber informierte Gesundheitsminister Mückstein am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz. Beide Bundesländer, das ist auch besprochen, werden darüber hinaus auch weitere Maßnahmen setzen. Die werden sie selber kommunizieren. In der Bundesregierung haben wir uns darauf verständigt, dass wir am Sonntag
die Landeshauptleute zu einer Videokonferenz um die Mittagszeit einladen werden. Und es wird ein Hauptausschuss des Nationalrates am Abend stattfinden. Für die Vorziehung der Stufe 5 werden jetzt sofort die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Wie ich bereits gesagt habe, ist für die Stufe 5, für diesen Lockdown für Ungeimpfte, also für Ausgangsbeschränkungen, jedenfalls der Hauptausschuss des Nationalrates einzuberufen. Ob und ab wann das dann der Fall wäre, soll danach verkündet werden. Was definitiv eingeführt wird, sei eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Die Impfpflicht bei Gesundheitsberufen ist notwendig. Wir haben hier einen Bereich, wo kranke Menschen, wo schwerkranke Menschen betreut werden müssen. Wir haben jetzt Cluster in Krebsstationen, wo Immunsupprimierte liegen. Und ich glaube, es ist ein Gebot der Stunde, dass Personal in solchen Pflegeeinrichtungen, in Spitälern jedenfalls geimpft sein muss. Wer in solchen Bereichen arbeitet, damit meine ich aber nicht nur das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte, sondern grundsätzlich, wer solche Orte als seine Arbeitsorte auswählt, muss geimpft sein, um die Menschen, die dort besonderen Schutz brauchen, auch tatsächlich zu schützen. Auf die Frage, ob er einen Lockdown auch für Geimpfte ausschließen könne, wollte der Gesundheitsminister keine Antwort geben. Und Deutschland erklärt Österreich indes ab Sonntag wieder zum Hochrisikogebiet. Das heißt, nicht geimpfte oder genesene Personen müssen nach der Einreise von Österreich nach Deutschland in Quarantäne. Das war ja schon wieder der Tag hier auf Ländle TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich verabschiede mich jetzt hier aus dem Studio in Götzis, wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und ein angenehmes Wochenende. Und wie immer werfen wir noch einen Blick auf die Aussichten vom Kachelmann-Wetter. Machen Sie es gut, bis bald, schönen Abend noch. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Für die einen ist es grau, neblig, trüb, es nieselt zum Teil aus dem Nebel heraus, ist man 200, 300 Meter weiter oben in den Bergen bzw. in den Talschaften drin, gibt es wunderbares Wetter momentan. Das ist eine Inversionswetterlage. Inversio, lateinisch Umkehr. Das bedeutet normalerweise, wir kennen das, gehen wir einen Berg hoch, dann nimmt die Temperatur mit der Höhe ab. Also je weiter rauf wir kommen, umso kühler wird es im Normalfall. Ist das umgekehrt, sprich es gibt oben eine warme Schicht, eine Sperrschicht, wo kein Luftaustausch möglich ist, dann ist es unten eben oft kühl, neblig und oben richtig schön und sonnig. Das haben wir auch noch am Samstagvormittag. Da noch eine Inversionswetterlage über dem Rheintal. Obergrenze des Nebels ist so bei 600, 700 Meter, ist es grau und neblig und trüb. Allerdings im Laufe des Mittags und am Nachmittags kommen dann vom Bodensee, von Oberschwaben herein, doch dichtere Wolken und dann wird es ausgeglichen. Auch in der Höhe gibt es dann dichte Wolken und es kommt Regen auf. Die Schneefallgrenze, die sinkt so von 2000 auf rund 1700 Meter im Laufe des Samstagnachmittags und abends. Der Nebel wird insgesamt dann etwas angehoben. Es wird also für alle stark bewölkt. Temperaturen so am Morgen 3, 4 Grad, in den Talschaften kühler, dort wo es noch klar ist, tagsüber um die 8 bis 10 Grad. Der Sonntag dann, der startet noch ziemlich nass. Da haben wir noch die Reste dieser Kaltfront da. Es regnet zunächst, dann im Laufe des Tages langsame Wetterberuhigung. Die Schneefallgrenze geht auf 1400, 1500 Meter zurück und tagsüber dann vor allem im späteren Nachmittag trocken und auch erste Auflockerungsphasen dabei. Temperaturmäßig tut sich nicht viel, 7 bis 9 Grad. Nächste Woche wieder Hochdruckwetterlage, Inversionswetterlage, das heißt unten grau, oben blau. Für Gott, der Ländle TV. Ein rundum einfühlsamer Dienst für Hinterbliebene. Bei Bestattung Ammann nicht nur Beruf, sondern Berufung.